Grundierung, nicht gerade das Lieblingsthema von vielen von uns von Künstlern. Aber es lohnt sich, dass du dich damit auseinandersetzt, denn ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du deine nervige Leinwandstruktur von so zu so verändern kannst. Generell spanne ich meine Bilder beim Malen immer auf Bretter auf, damit sie sich nicht zusammenwellen können. Aber bevor wir halt neue Papiere aufspannen können, müssen die alten wieder abgespannt werden. Dazu habe ich die dann einfach mit einem Cutter freigeschnitten alle. Mit der Hilfe von einem Schraubendreher und einer Zange habe ich dann die restlichen Tackernadeln, die noch in dem Brett festgesteckt haben, auch noch entfernt. Der ganze Prozess ist zwar sehr aufwendig, aber ich kann dir sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Bilder dadurch eigentlich viel hochwertiger werden. Wenn du dich jetzt vielleicht fragen solltest, was das überhaupt für ein Brett ist, dann kann ich dir sagen, dass ich meine Bilder auch MDF aufspanne. Für Bretter kann man einfach ganz leicht im Baumarkt kaufen. Ich würde dazu raten, dass du ein Brett kaufst, was nicht dünner als 5 mm sein sollte. Weil sonst die Gefahr besteht, dass du durch das Brett durchtackerst und das aufgespannte Papier dann sogar noch verletzen könntest. Bei Holz würde ich dir dazu empfehlen, direkt darauf zu malen und nicht das Papier drauf aufzuspannen, weil sonst das Holz splittern könnte. Weiter in der Vorbereitung habe ich dann die Bretter auf das Papier raufgelegt, um zu schauen, wie viel ich denn überhaupt abschneiden muss. Wenn du das Papier aufspannst, dann musst du darauf achten, dass du möglichst dickes Papier nimmst. Ich würde dir dazu raten, mindestens 300 Gramm Papier zu nehmen. Das musst du dann richtig schön nass machen mit einem Schwamm, am besten von beiden Seiten, also vorne und hinten. Anschließend legst du das Brett dann auf das nasse Papier rauf und ziehst das dann so darüber. Wenn du Probleme haben solltest, das mit der Hand zu machen, gibt es auch spezielle Zangen, die dir das Rüberziehen des Papieres vereinfachen können. Ich habe das jetzt aber in meinem Fall mit mir hinten gemacht. Um das Brett gleichmäßig aufzuspannen, musst du darauf achten, immer beide Seiten parallel zueinander zu bespannen. Also zuerst die eine Seite und dann gegenüberliegende Seite. An den Ecken braucht es ganz besonders viel Feingefühl, denn das Papier muss stramm sitzen, aber darauf auch gleichzeitig nicht einreißen. Und das ist so ein bisschen die Challenge dabei. Bevor wir jetzt zum Dirty Teil des Videos kommen, brauchst du unbedingt noch so ein Teil. Das Teil nennt sich Rakel und man kennt es eigentlich von Baustellen, weil man damit halt den Beton glatt zieht. Im besten Fall sollte dein Rakel so wie bei mir hier im Video aussehen, also schön clean und sauber, so dass sich das Licht darin reflektiert. Hier dagegen habe ich mal ein Beispiel für dich vorbereitet, wie das aussehen kann, wenn das nicht so schön aussieht. Wenn dein Rakel so aussieht, musst du das unbedingt vorher sauber machen, bevor du zum Grundieren rübergehst. Wenn du das nicht wegmachst, bevor du die Grundierung raufmachst, dann ist deine Leinwand grundiert, ohne dass du sie grundiert hast. Und um dir halt so viel Ärger und Zeit zu ersparen, musst du das am besten vorher wegmachen. Ich benutze zum Saubermachen Händedesinfektionsmittel, also dieses Sterilium, was man auch aus dem Krankenhaus kennt. Das Händedesinfektionsmittel lasse ich dann einfach für ein paar Minuten einwirken und dann gehe ich dort mit dem Cutter rüber. Dann musst du darauf achten, mit dieser Seite des Cutters zu arbeiten und nicht mit dieser hier. Denn diese Seite ist einfach ein bisschen stumpfer und man kriegt das besser dann halt abgekratzt. Zum Abkratzen solltest du den Cutter nicht so halten, sondern am besten so. Also dass er ziemlich flach halt liegt, sodass du eine bessere Hebelwirkung hast. Am Ende habe ich dann nochmal alles, den ganzen Staub, was und was alles runterkam, halt nochmal weggewischt und dann sah das richtig schön wieder clean aus. Bei der Grundierung, die du vielleicht verwendest, solltest du auf jeden Fall darauf achten, was du benutzt. Denn es gibt so viele unterschiedliche Grundierungsarten, also Gesso. Ich kann dir nur raten, dass du Gesso kaufst, was für Acryl als auch für Öl gemacht ist. Auch wenn du zurzeit nicht mit Öl arbeiten solltest, ist es wichtig, dass es Gesso ist, was für beide Medien benutzt werden kann. Dann musst du nicht andauernd hin und her laufen und neues Zeug kaufen. Also eine für alle und das hilft bei mir auch am besten. In meinem Fall werde ich dieses hier benutzen. Das kann ich auch sehr weiterempfehlen. Um das Gesso aufzutragen, benutze ich so ein richtig hässliches Schwabbelschwämmchen. Und dann musst du einfach darauf achten, dass du das Gesso richtig schön dick aufträgst. Und damit meine ich richtig schön dick. Keine einzige Stelle darf mehr zu sehen sein, die nicht vom Gesso bedeckt ist. Manchmal muss man auch von der Seite so ein bisschen drauf gucken, um festzustellen, ob wirklich jede einzelne Stelle mit Gesso bedeckt ist. Aber lass mich dir noch mal ganz kurz erklären, warum wir das Gesso überhaupt dick auftragen müssen. Lass mich dir dazu den ganzen
Prozess anhand dieser Jute hier erklären. Denn grob vereinfacht sieht die Struktur von Leinwand und Papier ungrundiert meistens so aus. Es ist nicht eine komplett gerade Fläche. Wenn wir jetzt das Ganze verdünnen würden, dann würde das Gesso in die Ritzen reinfließen und es würden immer wieder Täler und Hügel entstehen. Und das ist gerade das, was wir nicht wollen. Deshalb tragen wir die Grundierung möglichst dick auf, um diese ganzen Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Wenn ihr das dann gemacht haben solltet, dann kommen wir zu dem Rakelteil. Wenn ihr anfangt, den Rakel zu benutzen, dann müsst ihr darauf achten, den richtigen Winkel zum Abziehen einzuhalten. Und zwar ist es wichtig, den Rakel nicht 90 Grad auf das Papier raufzusetzen, sondern möglichst flach. Das ist einfach wichtig, damit man einfach eine schöne gerade Fläche hinbekommt. Das überschüssige Gesso, was dann am Rakel dran bleibt, das könnt ihr dann einfach abziehen und dann wieder in den Pott reintun. Und diesen ganzen Prozess solltet ihr insgesamt 5-mal machen, also dass ihr 5 Schichten mindestens übereinander habt. Ich habe jetzt in meinem Video 7 gemacht. Nachdem du dann die ersten beiden Schichten übereinander gelegt haben solltest, dann sieht das auf jeden Fall meistens so bei dir aus. Also die Fläche ist nicht gerade glatt. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Unebenheiten. Und da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen, das ist normal, dass das am Anfang so aussieht. Im nächsten Schritt ein bisschen mehr darüber legst, dass sich dann halt diese Lücken wieder füllen lassen. Im idealsten Fall sieht das Ganze so bei dir aus, also dass man wirklich fast sehen kann, dass das Spiegel glatt ist. Wenn du die letzten Schichten rauflegst, musst du auf jeden Fall darauf achten, dass du das so glatt abziehst, wie es nur geht, weil du dann weniger Arbeit hast. Kommen wir jetzt aber zum unangenehmen Teil, und zwar zum Schleifen. Dafür bin ich extra im Baumarkt gefahren. Eigentlich ist es auch egal, welches Schleifpapier du genau kaufst. Es ist nur wichtig, dass du 3 unterschiedliche Härtegrade hast. Einmal ein sehr raues, also ein mittleres, und dann einmal ein sehr feines. Wenn du kein Schleifgerät zu Hause haben solltest, so wie ich, dann würde ich dir zusätzlich noch dazu empfehlen, so ein Schwabbelschwämmchen hier zu kaufen. Darüber kannst du dann das Schleifpapier einfach drum herum spannen und dann kannst du das besser anfassen zum Schleifen. Zusätzlich habe ich dann in Vorbereitung fürs Schleifen die Leinwand nochmal präpariert, indem ich mit destilliertem Wasser einfach das in eine Sprühflasche reingegeben habe und das dann so ein bisschen auf dem Papier dann verteilt habe. Das kann ich dir auch sehr empfehlen, das vor dem Schleifen zu machen, denn dadurch wird der ganze Staub nicht aufgewirbelt, der durch Schleifen entsteht, und der bleibt dann halt auf der Leinwand drauf. Und dann habe ich das Schleifpapier auch schon um den Schwamm rumgezogen und dann ging es auch schon los mit dem Schleifen. Nachdem du das Ganze jetzt mit dem ersten groben Schleifpapier bearbeitet hast, sprühst du das Ganze mit der Sprayflasche nochmal wieder alles nass, richtig schön, und dann gehst du mit dem Rakel nochmal drüber und ziehst die ganze Schlacke, die sich jetzt auf dem Papier befindet, einfach weg. Und das machst du jetzt immer und immer wieder, also je nachdem, wie häufig du da schleifen möchtest. Zuerst Wasser drauf, dann schleifen, dann die Schlacke mit dem Rakel vom Papier wieder wegziehen und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Je nachdem, wie häufig du das Teil jetzt abschleifst, befindet sich aber trotzdem immer noch so ein feiner Staub da drauf. Den wollen wir natürlich auch nicht da drauf haben. Deshalb nehme ich nochmal ein Mikrofasertuch, mache das auch noch so ein bisschen feucht und dann streiche ich nochmal ganz behutsam da über die Oberfläche drüber, damit auch wirklich das letzte Staubkorn weggeht. Aber auch bei mir geht nicht immer alles komplett glatt an der Unterseite, nicht richtig grundiert habe, was dazu geführt hat, dass die Grundierung weggegangen ist. Das ist aber kein Problem, denn man kann einfach jetzt über diese raue Fläche noch einmal drüber grundieren und dann ist das auch fix. Wenn du aber im Laden schon Leinwände kaufst, die schon vorgrundiert sind, dann kann es meistens sein, dass die erste Schicht Gesso immer richtig krass von der Vorgrundierung eingesaugt wird. Deshalb würde ich dir wirklich dort empfehlen, das Gesso mit Wasser zu vermischen. Denn dadurch wird es dir nicht ganz so schwer fallen, die obersten Schichten wieder dick aufzutragen. Und dann gehst du einfach so vor, wie ich dir auch schon bereits vorher in dem Video erzählt hatte. Also das Gesso richtig schön dick auftragen, dann mit dem Rakel wieder glatt ziehen, dann Gesso wieder drauf, dann glatt ziehen und so weiter. Wenn du Probleme haben solltest, dass deine Leinwand so ein bisschen bouncy ist und nicht richtig bespannt ist, dann kannst du unter die Leinwand so ein bisschen Bücher oder sowas runterlegen, damit das dann von unten wieder nach oben hochdrückt und du das dann halt besser mit dem Rakel abziehen kannst. Am Ende sah dann meine grundierte Fläche so aus, und um dir nochmal zu zeigen, wie schön glatt das wirklich ist, habe ich nochmal ein paar andere Papiere daneben gelegt, damit ihr besser den Unterschied sehen könnt. Am Ende bin ich mit der Oberflächenstruktur des Papiers sehr zufrieden, denn wir haben eine Oberfläche geschaffen, die glatter ist als Papier, und somit lässt es sich auch perfekt darauf arbeiten.
Tja, meine lieben Freunde der Nacht, das war es auch schon wieder von dieser Woche mit einem neuen Video von mir. Wenn dir dieses Video weitergeholfen haben sollte, dann kannst du mich gerne hier unten abonnieren. Das würde mich nämlich sehr doll bei meinem zukünftigen Projekt unterstützen und es würde dir auch dabei helfen, nichts Neues mehr von mir zu verpassen. Wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann schau einfach mal hier vorbei. Da habe ich nämlich ein extra Video dazu gemacht, wie du besser lernen kannst, mit Feder und Tinte bzw. Tusche zu zeichnen. Das kann ich dir auch sehr weiterempfehlen, das Video. Also, man sieht sich zu einem anderen Video oder zur nächsten Woche zu einem neuen Video. Bleib bis dann immer schön kreativ, wünsche einen wunderschönen Tag, bis dann und ciao!